Was geht ab, ihr Spezi-Dringer? Recht herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin heute in Emergency Wuppertal. Gebäudebrand, Ursache unbekannt. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Retten Sie sie. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Aber wie ihr schon ein bisschen gemerkt habt, hier an der Station sind wir natürlich nicht in Wuppertal, sondern wir sind in Berlin-Wuppertal. Also eigentlich in Berlin, weil Berlin-Wuppertal wäre jetzt die Karte, die man alle kennt mit den Wachen und sowas. Ja, wir entspannen hier ganz gemütlich in Berlin. Ich dachte mir mal so, ey, Berlin ist ja eigentlich so das Grundmodell der Karte. Sieht man ja auch so ein bisschen am Layout. Und warum soll man denn nicht einfach mal auch die Berliner Seite testen? Oder ihr wisst ja, ne, ich bin ja so einer, der das hier alles mal ein bisschen durchtestet und. Und somit, why not? Wir haben automatisch auch ein paar andere Einsatzfahrzeuge, die wir dann auch so ein bisschen bespielen. Ob die Sinn machen oder nicht, bis jetzt ist es auch eigentlich egal. Erstmal, eins ist klar, wir brauchen hier jetzt noch einen Rettungsdienst erstmal vor Ort. Weil bevor uns die hier runterspringt. Darauf hätte ich jetzt nicht so Lust. Dann nehmen wir einfach mal den 2RTW, okay. Sowie das 2NEF. Dann nehmen wir mal noch die Koppas. Die Koppas. Da einmal Koppa. Da einmal Koppa. In Ordnung. Und die Feuerwehr ist eintreffend. Wird gemacht. Ja, ansonsten, Guys, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Vorabinformation heute Abend um 19 Uhr rum gehen wir live auf Twitch. Könnt ihr auschecken. Gar kein Problem. Dies, das, Ananas, wieder entspannt im Stream. Ich habe ja gestern schon gestreamt, den ganz normalen Blaulicht-Stream. In Ordnung. Und heute geht's dann nochmal auf Twitch. Erwarte Befehle. Probiere ich ja eigentlich schon regelmäßig zu streamen. Erwarte Befehle. Und auch ein bisschen mehr zu bringen, auch ab und zu mal Blaulicht und so. Jawohl. So ein bisschen Community interessiert. Sozusagen. So, die DLK, die braucht ein bisschen länger. Die ist als zweites rausgefahren. Oder wo ist die DLK hin? Was gibt's? Hörst du mal bitte mit Blau? Verdammte Scheiße, Alter. So, der KDOW oder ELW ist jetzt vor zu Ort. Höre. Was gibt's? Jawohl. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Du schleust, also speist mal ein. Die Koppers sind auch vor Ort. Jawohl. Das ist halt traurig, ne? Dass die DLK so lange gebraucht hat. Wird erledigt. Kein Problem. RTW ist auch vor Ort. Zweite Koppers sind auch vor Ort. Erwarte Befehle. Sofort. Hopp. Und easy. Höre. In Ordnung. Du stellst dich jetzt da hinten hin. Und fährst jetzt nicht hier wie der letzte Dude auf dem Schlauch herum. Erwarte Befehle. Was gibt's? Ihr speist die mal ein. Jawohl. Also ihr. Alles klar. Ich würde mal sagen, die FF alarmieren wir mal gleich mal sicherheitshalber, um den Brand wirklich sicher zu löschen. Ich würde mal sagen, wir holen da die FF15 dazu. Die kann hier von hinten arbeiten. Dann holen wir noch die... wen holen wir noch? Die FF14 dazu. Die kann von hier arbeiten. Das sollte aber dann auch erstmal reichen. Bin bereit. Mit zwei weiteren Löschfahrzeugen. Optional könnten wir immer noch eine Drehleiter dazu holen von der holen wir noch von der FF14 die Drehleiter dazu, dass wir auch noch da hinten irgendwie was haben, weil hier ist aktuell ja noch gar nichts. Bisschen suboptimal von mir geplant. Die Ausbreitung gut. Was holen jetzt mal die eine Person runter. Löschen da jetzt mal nicht. In Ordnung. Sag mir bitte nicht, du kannst das jetzt nicht, weil du zu weit wegstehst, aber vom Winkel her. Sollte das noch irgendwie gehen. Wenn nicht, muss es jetzt gleich die DLK 14 machen. Man muss aber das HLF hier abbauen. Ja, wie kann ich das HLF am einfachsten abbauen? Immer noch auch im Stream jetzt festgestellt, nochmals und durchgetestet. What the fuck? Bin bereit. Ist einfach. Ist in Arbeit. Bin bereit. Und zwar, ihr geht auf das HLF, drückt Steuerung oder Shift und geht mit gedrückter Steuerungstaste einfach auf HQ. Wird gemacht. Dann baut sozusagen das
Gerät ab, also die Maschine baut ab, bleibt im Status 4, für die Leitstelle sozusagen sichtbar und immer noch am Einsatzort. Jawohl. Und ihr habt ein Fahrzeug wieder perfekt, sozusagen wie wenn es gerade angekommen wäre. Ja. Viele Leute verchecken das ein bisschen, wussten das gar nicht, ich wusste selbst auch nicht. Wir haben es irgendwie jetzt rausgefunden, keine Ahnung, ich frag mich nicht. Ja. Wird erledigt. Und bin da auch rüber ein bisschen froh, weil das erleichtert viel, auch wenn wir Multiplayer spielen. Ist in Arbeit. Und dann sozusagen immer sagen, ja bitte neu alarmieren, weil wir auf HQ gedrückt haben, um neu aufzubauen und so und solche Sachen. Das gibt's jetzt halt ab sofort dann nicht mehr. Kein Problem. Weil man einfach vernünftig zurückbauen kann. Und jetzt sieht man das Fahrzeug, fährt nicht nach Hause. Und tada, ich kann es wieder neu einsetzen. Ändert natürlich auch so Einsatzlagen komplett an, komplett nochmals. Weil du hast normalerweise jetzt nicht zu wenig Fahrzeuge, Personal, was auch immer. Talef stelle ich mal hier hin. Wir haben eine Wasserverbindung, wir haben einen Verteiler aufgebaut. Die DLK ist jetzt hier wieder im Einsatz gegen den Gebäudebrand. Eine Person wird jetzt runtergeholt. Fährt aus. Ich hoffe mal, es funktioniert jetzt endlich. Bin bereit. Also vom Winkel und so könnte er mir nichts erzählen, dass das jetzt nicht funktionieren sollte. Ah, jetzt. Er ist jetzt drin. Oben, unten. Und dann sind die Drehleitern hier im Einsatz. Dann machen wir vielleicht einen kleinen Screenshot. Gut, die hängt da jetzt ein bisschen. Suboptimal. So, da gibt es noch bestimmt ein schöneres. So, perfekt. Zwei Drehleitern im Einsatz. Sehr, sehr schick. Ja, und von meiner Seite aus kann ich euch auch immer nur empfehlen, hey, spielt auch Emergency auf den anderen Maps. Als ob da ein Bulli ist. Ein Lecco Mio, das ist ja Luxus. Macht auch prinzipiell ein bisschen Spaß. Ich hatte jetzt auch mal vor, eine Multiplayer-Season sozusagen hier rauf zu machen. Wird gemacht. Vielleicht im Stream. Vielleicht aber auch nicht. Die meisten, die, wenn wir streamen wollen, halt immer normal spielen und. Ist ja auch voll verständlich. Aber so an sich ist es nicht verkehrt, auch mal andere Maps zu spielen. Klar, wir spielen jetzt heute hier Berlin. Ja, da ist es kein großer Unterschied, aber was gibt's? Kein Problem. Ihr wisst, was ich meine, wenn ich mal Köln... Habe ich Köln schon gespielt offiziell? Weiß ich gar nicht. Hamburg haben wir auf jeden Fall schon gespielt. München haben wir schon gespielt, Köln haben wir offiziell, glaube ich, noch nicht gespielt, ich nur selbst. Ja. Ja, macht halt auch mega Spaß trotzdem. So, verstanden. Was überkreuzt wird jetzt wahrscheinlich ganz, ganz eklig, die Drehleiter laufen zu lassen. Bin bereit. Modarz ist jetzt am Patienten. Und die können wir hier auch mal aufbauen. Bauen, aber keine Wasserversorgung aufbauen. Erstmal. Obwohl es bietet sich eigentlich an. Ist in Arbeit. Bevor sich das jetzt hier noch mehr ausbreitet, sollen die jetzt mal hier zack, zacke die zack. Ja, sehr coole Fahrzeuge. Ich finde immer noch sehr schön, dass diese alten FF-Fahrzeuge hier drin sind. Ich hoffe ja natürlich, dass die dann auch irgendwie wieder zurückkommen. Man hat ja jetzt zumindest schon in dem einen oder anderen Screenshot gesehen, dass die AGT-Träger jetzt gerade schon getestet werden und. Also die Spiellogik von dem Emergency Wuppertal wird auf jeden Fall noch ein bisschen ausgeprägt. Und reifer. Okay. Ich bin gespannt, wann, wie, wo, was. Aber ihr wisst, ich lasse mich da nicht stressen oder ich stresse die nicht, eher gesagt. Wird gemacht. Denn wir müssen immer noch froh sein, dass sie das einfach so kostenfrei uns anbieten. Wird erledigt. Dass wir die Mod spielen dürfen. Und somit darf man die Jungs nicht stressen. Sondern muss cool mit den Jungs bleiben. Ist in Arbeit. Und machen einen geilen Job, muss man sagen. Wenn dann die Atemschutzträger dann noch vernünftig reinkommen, mit einer geilen Logik oder so. In Ordnung. Bin bereit. Dann kann man sich nicht beschweren. Verstanden. Dann wird es insgesamt immer geiler. Immer nur geiler. Machen wir hier noch eine Wasserversorgung. Der Patient ist abtransportfähig. Was hat der? Verbrennung der Atemwege ab nach Dortmund.
Ansonsten Einsatz Ende, Feuer aus. Feuerwehr kann einrücken. Lage wird über den Rettungsdienst, über den Einsatzleiter gegeben. Der Rettungsdienst transportiert ab. Die Polizei kann in 10 Minuten die Straßen freigeben. Sehr, sehr schick. So. Ja, ansonsten, was haben wir hier für Fahrzeuge, die man vielleicht noch irgendwie, irgendwo, irgendwann mal bekommen könnte, wie auch immer. Die TM gibt's, glaube ich, hier nicht mehr. Die gab's, glaube ich, nur in München. Da hatte ich mal Glück. Ich glaube, die kann man nur in München bespielen. Die kann man sonst nicht bespielen. Da ist mir mindestens aufgefallen, weil ich kann sie hier nirgends alarmieren. Vielleicht bei einer Einsatzstufenerhöhung. Das kann sein, dass die da kommt. Aber actually kein Plan. Ist jetzt auch nicht schlimm. Ja. Der hat zurückgebaut. Bin bereit. Kein Problem. Erwarte Befehle. Der wird mit Notarzt transportiert. Erwarte Befehle. Okay. Vorhalle 201 baut zurück. Der 202. Bin bereit. Ist in Arbeit. Packt jetzt mal bitte nicht. Wird erledigt. Ach ja. Das 2022 mit dem Aussteigen. Erwarte Befehle. So. Höre. Was geht's? Okay. Wie immer. Bug der Maschinist manchmal. Aber kurz rumlaufen lassen und fertig. So, die bauen noch zurück. Was geht's? Jedes Mal wunderschön. Wenn die RTWs dastehen, wenn der Patient weggeräumt wird. ins Krankenhaus gebracht wird. Weggeräumt hört sich ein bisschen böse an. Naja. Ja, ansonsten, Guys. Habt alle mitbekommen, wir haben die 500 Abonnenten geknackt. Hier auf YouTube. Ich bedanke mich auch hier nochmal an jeden Einzelnen. Vielen lieben Dank. Danke für euren Support. Kein Problem. Es geht nur weiter. Content wird hoffentlich irgendwann noch ein bisschen besser. Also, probiere immer Neues aus. Ich bringe immer irgendwie was anderes noch ein bisschen. Wie ich reinzubekommen. Bin bereit. Was geht's? Okay, erwarte Befehle. Warum ist das bin so? Bereit. Okay. Warum fuckt er denn ab? Warum? Warum? Ist die Nase krumm. Jawohl. Erwarte Befehle. Ist denn abgemacht? Was geht's? Och nö. Bereit. Okay. Erwarte was ist jetzt echt höre. Hier? Also schwierig. Okay, wir lassen den jetzt einfach mal kurz stehen. Hoffen, das ändert sich gleich noch. Dass er doch wieder bewegbar ist. Kein Problem. Ja, immer. Ja, ich probiere irgendwie immer den Content so ein bisschen anzupassen. Auch hier jetzt in Emergency so ein bisschen was anderes zu machen. Ein bisschen was durchzutesten. Ein bisschen mehr MP. Es wird auch vielleicht bald was Multiplayer-technisch kommen. Als kleines Serienformat. Das ist ja auch kein Geheimnis mehr. Wurde ja schon auf Twitch ein bisschen bequatscht. Es wird andere Blaulicht-Sachen noch kommen. Und ja, ihr dürft jederzeit in den netten Chat reinschreiben oder in die Kommentare, was ihr denn sehen wollt. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, spiel mal das. Vorab gesagt, Flughafen, Feuerwehrsimulator und THW-Simulator, was gerade so ein bisschen von mir verlangt wird, böse gesagt, dass ich das spiele. Ich habe das auf dem Schirm, alles cool. Aber ich will jetzt erstmal irgendwas spielen, was jetzt nicht schon wieder Feuerwehr, die Simulation 2014 sozusagen ähnelt. Oder Nachfolger oder das gleiche ist sozusagen. Was geht's? Weil dann habe ich die Sorge, dass es zu viel ist. Und das ist dann halt actually lost. Das will halt keiner. Und das sollte man aber dann dadurch auch verstehen, ne? Ja, ansonsten EM4 läuft ja auch ganz normal gerade rum und num. Wir sind ja ganz normal unterwegs mit unseren unterschiedlichen Mod-Spielen, aber da, selbst da wird jetzt langsam die Mod-Auswahl immer kleiner und lieber wiederholend kommen, also dass mal ein bisschen Bayern-Mod kommt, ein bisschen Brandenburg, Braunschweig, was auch immer, wie sie alle heißen, Winterberg und. Denn noch mehr Mods jetzt zu präsentieren, macht jetzt erstmal keinen Sinn mehr. Sondern jetzt heißt wieder so ein bisschen zu wiederholen.
Aber das wisst ihr ja auch ganz normal und sollte auch jedem klar sein, dass ich jetzt nicht jeden Tag gefühlt eine neue Mod finde. Bei EM5 hatte ich gecallt, ja, da kommt eine Mod, die nicht Bieberfelde ist und nicht Wuppertal ist. Ja, leider Gottes ist die Mod niemals bei mir aufgetaucht. Der Mod hat zu mir gesagt, jo, das ist eine private Mod. Du wolltest doch immer EM5 Abwechslung. Hier, bitteschön, kannst du haben. Ich schicke sie dir. Bis heute ist sie leider nicht angekommen, also somit kann ich auch keine andere EM5 Mod zeigen. Was cool gewesen wäre, weil, ja, ich sag ja immer, ich befürworte das EM5 Modding, dass da ein bisschen was passiert. Aber Kopf hoch, wird schon. Und erwarte Befehle. Somit bin ich da noch entspannt. Ja. Gut. Jetzt können aber mal einen neuen Einsatz kommen. Generieren wir mal einfach einen. Achtung, in einem Gebäude hat sich eine Gasexplosion ereignet. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, kümmern Sie sich um alle Folgeschäden. Ja, easy. Okay. Explosion, Gebäude. Tiefenentspannt. Notruf. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Jawohl. Den Brandausbruch machen wir gleich. Das ist eine Explosion. Dann holen wir auch den GWMS. Jawohl. Ja, man weiß nie, ob irgendeine Leitung oder sowas kaputt ist. Sofort. Und man hole mal den KTW, die RTW sind gerade alle unterwegs. Und hier holen wir mal kurz den 15. Zu Befehl. So. Ah, die Polizei bräuchte man auch mal fort. Das wäre gar nicht so dumm. Erledigt. Bin dabei. Alles klar. So. Erste Lage vom Einsatzleiter. Brennt ein Reihenblock, heißt es so. Bin bereit. Ja, immer hier das schöne MAN. WLF. Mit dem GWMS. Okay. Man kennt sie. Warum fährt die DLK immer ohne Blaulicht raus? Das ist so strange, Mann. So, dann stell dich hin. Genau. Ihr baut auf. Ihr zieht durch zur Tankstelle. Weil da darf auf jeden Fall nichts passieren. Was gibt's? Wird gemacht. Verteiler legen und auch einspeisen, bitte. Wird gemacht. Ah, ich freue mich. Jetzt habt ihr so ein bisschen Feuerwehr-Action. Ihr seht wieder die Fahrzeuge, auch die anderen Fahrzeuge. Die machen auf jeden Fall sehr viel aus. Das macht insgesamt sehr guten Eindruck dann wieder. Also, hey, bei JP sieht man auch andere Feuerwehrfahrzeige. Oh, voll krass. Nee, Spaß. Aber ich mag einfach auch die alten. Ich bin einer, der die Emergency Wuppertal Mod von Anfang an mitspielt. Und ich weiß halt auch einfach noch, wie das Ganze war, wieso war bevor der Karte und. Deswegen mag ich auch die FF-Fahrzeuge. Sehr, sehr gerne. So, der EW wird mal hier aufgestellt. Kein Problem. Badadab. Alles klar. So, dann einmal hier so. Jawohl. Nee, das war nicht so der Plan. So, der Plan war eigentlich so. Und dass du den Job nachgehst. Wo ist deine Blönchen? Und die setzt du dann mal ganz gemütlich. So, dass die Leute das verstehen. Warte mal, geht das jetzt eigentlich im Singleplayer wieder? Vollsperrung? Hätte ich angerufen. Wird erledigt. Hab doch mal kurz meinen Klingelton gehört. Krasse Scheiße, ey. So. Erwarte Befehle. LED, Vollsperrung. Ey, die funktioniert nicht, ne?
Kann sein, dass die funktioniert in den normalen Wuppertal. Ich glaube, da war irgendwas, dass es nicht geht oder so. Was geht's? Sofort. Deswegen mal gucken. So, der GWMS rüstet sich aus mit dem AGT und checkt dann mal so ein bisschen, ob da denn irgendwie was jemand schwierig unterwegs ist. Ja. Will natürlich vor Richtung Partytime. Und wir merken, personaltechnisch werden wir hier nicht mehr so ganz aufgehen. Deswegen brauchen wir mal ein bisschen Unterstützung. Sollte aber kein Problem sein. Wir schnappen uns den 22er HLF, was glaube ich ein 25er HLF eigentlich ist. Und dann schnappen wir uns noch den 1 RTW4. Kann jetzt auch kommen, dann braucht der KTW nicht nur da sein. Und wir schnappen uns den... Holen wir uns den 14er Zug noch. Ich weiß nicht, ob der 14er Zug so sinnvoll ist, aber eins ist klar. Würden wir jetzt hier mit der 15er Wache kurz das Brändchen löschen, dann können wir auch die 15er Wache schnell zum Brand noch schicken. Dann haben wir einfach noch ein Löschfahrzeug. Und haben noch den 14er Zug auf Reserve zu unserem Brandschutz in der Stadt. Wird doch Sinn machen, oder? Ich glaube schon. So, der EW steht da hinten, der ABEW steht da hinten. Ah, stimmt irgendwas nicht. Deswegen lassen wir den mal jetzt hier schnell rüberlaufen. Dann haben wir damit auch keine Probleme. Zu Befehl, ja? Fahrzeuge umleiten. Machen wir uns das da mal ganz einfach. Wir haben natürlich hier auch die Absperrung vercheckt. Deswegen wird da jetzt auch gleich mal eine Pilotenparty aufgebaut. Wird erledigt. Du kommst mal hierher. Was geht's? So, der nette AGT-Träger, also unser GWMS-Suizid-Gefährdeter. Alles klar. Läuft hier mal durch. So, bap. Kleine Einfahrt lassen, dass die Feuerwehren reinfahren können. Ja, das war nicht so geplant. Was geht's? Ja gut, hat die GWMS halt gerade weggeschoben, okay. Natürlich. Wird erledigt. So. Bin bereit. Sofort. Ja. Also. Höre. Hat der GWMS warum auch immer gerade weggeschoben. Macht gar keinen Sinn. Macht insgesamt halt gar keinen Sinn. Deswegen machen das mal doch wieder schön. Kein Problem. Wenn man das dann schon macht, dann kann man es auch schön machen, ne? Würde ich mal behaupten. Wird erledigt. Kein Problem. So, 1, 2, 3. Ein Gebäude ist schon gelöscht, das ist gut. Ist gut, diese. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Jawohl. So, Löhnchen nehmen. Bin dabei. Hier noch einmal. So. Dann sieht es doch ganz gut aus. Wird gemacht. Dann sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So, das HLF ist eintreffend. Die FF ist hier oben mit abschließender Lagemeldung. Bin bereit, höre. Feuer aus. Verstanden. Wir werden ab. Also, wir könnten wieder einen Einsatz annehmen. Wir werden wieder frei aufrufen. Wird erledigt. Bin bereit. Nochmal vorab, ne, weil viele neue dazugekommen sind, ne, ich bin immer noch in keiner Blaulichtorganisation, somit, wenn ich manchmal einen Schwachsinn laber, für euch anscheinend, ihr Profis, dann ist es so, habe ich irgendwo mal aufgenommen, habe ich irgendwo mal aufgegriffen, habe ich irgendwo mal gelernt, ne, wichtig zu sagen, was gibt's? Also, bevor ihr mich dann flamet, schreibt es doch einfach, wie ihr es macht, in die Kommentare, dann kann man auch was lernen, ne, miteinander und so, lernen und so, dies, das. So, dann kommt noch das. Nach einem Terrorakt sucht die Polizei die Terroristen. Einmal hier entlang. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier den Terrorakt angehen, darauf habe ich eigentlich gar keine Lust, würde ich einfach mal sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch mehr von mir heute sehen wollt, kommt heute Abend 19 Uhr auf twitch.tv/trashjp vorbei. Und machen wir uns einen gemütlichen Abend. Bis dahin, Spezi hoch und Brust und ciao.